Wunderschönen guten Tag, meine Freunde, mal wieder in diesem Kasten. Guten Tag. Wir haben noch eine Class-Challenge. Huch, das war ein bisschen tief. Eine Class-Challenge von letzter Woche, die wir machen müssen, bevor wir uns an Priest und Druid... da sind Priest und Druid, genau. Die müssen wir machen von letzter Woche, bevor wir die neuen machen, die wir kriegen, wenn wir den Normal-Mode durch haben. Ja. Ein bisschen hell hier, wa? Ich kann ja noch ein bisschen... So, wir spielen Priest. Ich weiß ja nicht, was wir hier machen müssen. Unsere Minions kosten alle eins? Alle Karten kosten eins? Korrekt. Okay, nice, das kann der. Mob. All cards cost one. Ah ja. Players are kept at ein Mana-Kristall. Geil. Das ist ja mal sexy. Das gefällt mir. Alles kostet eins. Ugh. Wow. Die mache ich kaputt. Nice. Alles kostet eins. Alles kostet eins. Das ist ja mal mega witzig. Wow. 10 Level. Oh, der hat 50 Leben. Das ist nicht wenig. Feier ich ein bisschen, muss ich zugeben. Das ist einfach alles. Das ist mega cool. Bam! Oh. Bam! Ich will nicht gerade, wie ich den am einfachsten wegschieße. Macht 7 Damage. Das ist okay. Nicht Mitte. Dann spielen wir nochmal den. Das ist ja meine die Challenge ist super. Also ich meine generell die Challenges sind klasse. Aber die ist einfach mega OP. Voll geil. Wow, 20 Damage, ja nice. Dann holen wir das weg. Batz. Nächste Runde dat und fertig ist die Laube. Ist mir egal. Für eins. Okay, ich glaube, das war die einfachste Challenge, die bis jetzt in diesem Spiel eingebaut war. Würde ich behaupten. Level 12. Yay! Und den Twilight Welt bekommen. Woo! Super Duel. Druide. Ach, wir kriegen diesen Megataunt. Gucken wir uns gleich nach dem Spiel an in Ruhe. Sollte jetzt nicht das Problem sein. Gott, warum ist es so hell? Meine Haare lang im Gesicht. Oh. Wer bist du? Was machst du? Oh. Das sind hohe Mana-Kosten. Cost 1 less for each minion that died this turn. Cost 1 less for each minion that died this turn. Ach, okay. This turn aber nur. Das wird zu hoch. Mhm. Was kannst du? Summon, warte. Ah, das ist der Penner. Okay. Zwei Mana-Kristalle brauche ich jetzt erstmal nicht. Gut, dann kriegst du jetzt die. Und ich mag die Viecher nicht. Also ich mag sie nur nicht, ich hasse sie. Okay.
Okay, wow, was bist du denn? Summon 5 Wisps or give a minion 5-5 in town. Wow. Okay, das ist krass. Zack, zack. Dann kriegen wir auch noch 4 Angriff. Pfui. Halt, stopp. Das ist mir ein bisschen viel des Guten. Vier, acht, das hackt bei dir doch. Krieg ich weg, krieg ich weg. Alter, wie viele von den Viechern denn noch? Bin nicht begeistert. Noch einer von den Dingern. Wow. 5, warte mal. Das geht nicht auf, oder? Ich nehme mal 2, dann habe ich 3. Ja, das passt nicht. Schade. Ich überlege, ja doch, ich mache das so. So. Eventuell kann ich dann nächste Runde die Spinne buffen, falls er die nicht wegschießt. Fuck. So hätte er wenigstens 2 Minions gebraucht. 15, 17. Schade. Okay, den kriege ich auf. 5 sind 6. Dann hat er noch 5. Ah, das passt nicht. 2, 4. Ne, das geht nicht auf. Ein HP. Ah. Ich hasse mein Leben. Kann ich so schwer sein? Ein HP, wie ist das? Wieso ist das so hell draußen? Erklärt mir das doch mal bitte einer. So. Sommer und Sonne, ne? Das ist furchtbar. Mann. Das wäre so einfach gewesen. Das Problem hatten wir ja schon mal, ne? Dass wir mit einem HP überleben. Schweine. Oh. Interessant, interessant. Kenne ich noch gar nicht die Karte. Ach, der schon wieder. Erste Runde und 5-2er. Kann man mal machen. Ja. Damit musste ich jetzt leben. Die ist gut mit der Wisp-Karte. Dann gebe ich mir mal 2 Fünfer. Ohne Angriff angreifen wollen geht schlecht.
Dann krieg ich mit den beiden gleich den weg. Die bringt mir auch nicht. Das geht auch für die Gegnerviecher, ich Idiot. Ah, das ist natürlich interessant. Ich habe 5, 6, 7 Mana. Zwei Viecher müssen sterben. Was ich so aber nicht schaffe. Okay. Ich hasse diesen Twilight Drake, der ist furchtbar nervig. 7, 8 und 1000. Will ich gerade, wie ich das spiele? Damit kriege ich den weg. Damit kriege ich den gespielt. Das bringt mir nichts, also muss der ins Gesicht. Okay. Ach komm! Manchmal ist wirklich, ne? Ah, dieses Deck. Das hilft mir nicht. Das hilft mir überhaupt nicht. I can see. Oh Mann. Ich schaff das noch. Auch wenn mich dieses Deck nicht... Der Priester war super. Der hat mega Spaß gemacht. Aber das jetzt ist irgendwie... das ist irgendwie nicht so geil. Malfurion versus Rand Blacker. Ich muss einfach alles an Karten verbrennen auf dem Feld. Da sind die Wisps. Okay, da ist der Taunt. Und die Wisps schmeiße ich dann einfach in seine Viecher. Muss ich ja quasi so machen. Genauso wie ich quasi die Blobs opfern muss. Erstmal die Blobs an. Okay, wir kriegen einen weg. Also wir kriegen vier weg. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Zwei Mana. Nice. Hat ausnahmsweise mal was so funktioniert, wie ich das wollte. Das ist mir egal. Die Wisps brauche ich gleich noch. Gut. Jetzt muss ich kurz überlegen. Der ist nämlich echt Arschloch. Aber ich glaube, den ignoriere ich auch erstmal. Ach, ich da ist er hingelegt, ne? Macht nichts. So. Das ist aber okay. Weil ich habe ja noch einen von den Viechern auf der Hand. Den kriege ich weg. Den kriege ich weg.
Perfekt. So, den muss ich jetzt auch wegschießen. 7, 10, 14. Ach. Uiuiuiuiui. Rudi, übertreib's nicht. 5, 5. Mach ich das mit 5, 5? Ich mach das mit 5, 5. Auf. Den Brudi. Batz. Ja, noch sieht's gut aus. Ach, Towns. Mussten jetzt Towns gespielt werden? Dürfte aber auch noch passen. Hau ich weg, gehe ich durch. Ja, das passt. Hau ich weg. Ich will jetzt wissen, was das für Wisps waren. Ach, die 1-1er Viecher. Okay, nice. Gewonnen! Ah. Nerviges Kackgegner-Ding. Und wir kriegen den Lumberer. Volcanic Lumberer. Das ist eine coole Karte. Also wenn man alles weggeschossen kriegt, dann kriegt man den später für echt wenig raus. Ein 7-8 Taunt ist echt gut. Ich glaube, damit lässt sich einiges veranstalten. Das war's jetzt von dieser Stelle. Wir spielen demnächst wieder normal weiter, weil es gibt hier nämlich neue Challenges. Da. Neue Challenges in Anführungszeichen. Neuer Normal Mode geht weiter. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder oder bei anderen Videos oder Dota oder GTA. Ist alles auf dem Kanal, werdet ihr finden. Also, macht's gut. Tschö!